Muss zugeben, das ist ein bisschen ausgeblasst, das Symbol, glaube ich, gerade. Ja, das dürfte auf dem Dach liegen, eindeutig. Also, was anderes könnte ich mir jetzt hier nicht zusammenreimen. Ich komme hier aber auch null hoch. Unten ist es nicht. Wozu denn? Mein Flammenschwert raus. Wie so Diablo oder was? Oder irgendeinem anderen RPG. Oh, hier ist Bomb Chicka Bam Bam. So, wo ist der Typ? Verreckt hier auf der Bühne? Hinter der Bühne? Auf der Bühne. Ist er das? Oh, wer ist hier wieder? Wer pustet hier so rum? Das scheint mir mehr oben zu sein. Gehen wir die Treppe hoch. Zombie die! Uah! Von der Treppe gefegt. Und was, meine Stripperin? Bitte, wenn du keinen Ärger willst. Ich schleuse keine Leute mehr aus der Stadt. Ah, oh, der ist das. Welche Waffe nehme ich denn dich? Ja, ich werde dich erstmal tackeln. Kann ich mit dir reden? Ja, ich muss sogar erst mit ihm reden. Ich suche keinen Schleuser. Ich will das Medaillon, das du einem traurigen Freund von mir abgenommen hast. Ach ja, hast du das gehört? Der Drache würde dich gleich ownen. Sein Freund ist traurig. Soll ich ihm noch einen Grund mehr geben, traurig zu sein, Mr. Damare? Er trauert um seine Tochter. Er dachte, du würdest ihn gegen das Medaillon aus der Stadt bringen. Ein cleverer Geschäftsmann nutzt jede Gelegenheit. Außerdem weiß jeder, dass man hier nicht rauskommt. Sag deinem traurigen Freund, dass er sie sowieso bald wieder sieht. Und jetzt verschwinde. Etwas Mitgefühl könnte dir nicht schaden. Und dir könnte etwas Respekt nicht schaden. Dürfen wir ihn jetzt töten? Getackelt, Kent verreckt durch die Drachenfaust, die ich hier so lustig hab mit dem Kung Fu Ninja. Boom! Das ist so geil. Ihr kriegt mich nie, aber das macht irgendwie keinen Schaden. Oh, der Schleier verreckt doch. Nee, doch nicht. Und nochmal. Kent, was geht denn, hä? Kannst du nicht dem fliegenden Drachen widerstehen? Komm her. Das ist zu geil. Drachenfaust. Beziehungsweise das Drachenkopf. Drachenkopf. Flug. Ah. Ich kann euch noch Headbutts geben. Warte. Pisser. Ich habe mir den Job nicht ausgesucht. Ich stand in seiner Schuld wie dein Freund. Ich konnte nicht ablehnen. Ist ja gut. Den haben wir ausgenockt. Das war schon richtig fein. So, wir gehen runter wieder. Liegt hier zufällig eine Batterie rum? Da ist schon wieder diese Maske. Fuck, ey, was können wir uns mit dieser Maske machen? Das wäre so geil. Ich finde aber keinen Plan dafür momentan. Hä, wieso kann ich das Ding nicht aufheben? Schon sagen. Böse. Könnten wir uns eigentlich nochmal heilen, das wäre eine gute Idee. Mit einer Tomate. Muss nicht kotzen. So wie beim All You Can Eat, ey. Das war ja widerlich und gleichzeitig so lustig, ich konnte mich gar nicht mehr zurückhalten. Hallöchen! Boah, irgendwie wird das Schwert länger, wenn man da irgendwie zuschlägt durch die Flamme. So, bringen wir ihm das Medaillon zurück. Die Mona Lisa mal einfach so im Schaufenster. Das ist natürlich die echte. 100 pro die echte. Oh. Oh. Jesus. Reden konnte man mit denen nicht, aber hier. Vielleicht hilft dir das dabei, mit der Sache abzuschießen. Danke. Danke. Du hast ein Stück von ihr zurückgebracht. Könntest du mich jetzt in Sicherheit bringen? Ach, das auch noch. Jetzt kommt er wieder mit mir mit. Das machen die alle, die feigen Säcke. Na gut, die wollen ja nur Schutz haben, aber irgendwie kann ich denen das nicht so richtig geben. Denn, Flammenschwert und so Sachen. Ich finde das cool, wie der als Wurfstern gilt hier, der Basketball. Ist natürlich ein werfbares Objekt. Falls das Sinn ergibt. Was war da? Paintball-Knarre? Jo, oh mein Gott, die müssen wir auch mal aufheben. Ja, einmal kurz aufheben. Piu, 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 piu. Töte mich! Okay. Bin schon dabei.
Weg damit. Blanker Helm her. Vom Schwert raus. Flame on. So, wir können jetzt noch die Southbridge untersuchen. Das machen wir auch mal. Dann haben wir alle Nebenmissionen erstmal geritzt, würde ich sagen. Und dann gehen wir zum Funkturm. Ich habe natürlich wieder kein Gefährt. Ich finde diesen dämlichen Plan nicht. Der kann ja nur oben sein. Moment, da will doch einer was von mir. Da gibt es garantiert ein bisschen mehr PP, oder? Nicht? Och. Enttäuschung. Wo ist die Statue? Wo ist die Statue? Arsch, die muss doch hier sein. Da liegt eine Pistole. Schere. Scheint über uns. Kaufen nix, haben geschlossen und verkaufen auch nix. Ich komme ja auch nie rein. Das ist mies. Ich komme nirgendwo rein. Aber ich weiß auch nicht, wie das aufgeht. Hier ist so ein tragisches Ende. Oh mein Gott, haben die gelitten. Die greifen immer zuerst. Metzeln! Zerfetzt die! Zerreißt die! Ich kümmere deine Scheiße nicht. So sieht's aus. Troy, du kannst mich mal. Was haben wir denn hier? Knochensäge, verdorbene Sache, die Machete. Ich würde eigentlich mit den Gedärmen werfen. Verdorbenes Steak. Ich glaube, die haben hier bis zum Schluss Menschen geschlachtet und keine Tiere. Wo ist dieses traurige Ereignis? Das ist auch genau hier. Steht genau neben mir. Ist im anderen Raum. Hier ist kein anderer Raum. Hier ist ein anderer Raum. Dann dürfte es hier drin sein. Oh. Mann. Tragisches Ende. Ich weiß nicht, was diese Leiste noch... Ach, die Leiste ist doch garantiert die Erfahrung. Herb Derb. Sehr, sehr traurig. Oh mein Gott, ey. Die ganzen Gedärme sind noch da drin. Das ist natürlich nicht so fein. Knochensäge. Irgendwas Brauchbares. Chemikalien. Sag mal wieder raus hier. Könnten ruhig mehr Pläne rumliegen, finde ich, ey. Ziemlich spärlich verteilt teilweise. Jetzt haben wir eine Karre. Nope, irgendein Fahrzeug, was hier funktioniert, die blinken meistens. Weg! Bisschen Parcours machen. Drüber. Zack, weg hier. Schätze auf die Zombies. Nicht mehr hinterher rennen. Oh, hier. Den Partybus nehmen wir. Er ist ein bisschen robuster als der Stapler. Oh, shit. Die fetzen aber immer weg. So, wir müssen zur Brücke. Ich bin schon wieder nicht ganz falsch. Und hier ist noch ein Plan in der Nähe. Wir müssen hier hoch. Partybus! Ha! Aus hier. Zombie-Killing-Time. Wo ist da der Plan, hä? Rück ihn raus! Ne, nix hier randalieren und Party machen? Erst den Plan. Oh, kommt man hier nicht weiter? Was ist das denn wieder für ein Shit? Jetzt stehe ich hier wieder genau da. Da, 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 da. Da oben dürfte das sein. Wie komme ich da hin? Weiß ich nicht. Nee? Ich kann garantiert die Gartenbank aufheben. Kann ich die auch so richtig schön abstellen, anstatt die zu werfen? Nö. Die zerspringt direkt in 1000 Teile. Ich fliege einfach drüber. Ha. Hätte ich einfach da ablegen können. Egal. Ich hatte jetzt eigentlich vor, da drauf zu springen, dann hier rüber zu klettern. Geht aber nicht. Vielleicht komme ich da noch irgendwie anders hoch. Er hält sich da gar nicht dran fest. Das ist so blöd. Vielleicht kann er sich hier schon irgendwie festhalten. Joa. Haben wir denn hier? Elektromegafon. Das ist gar nicht mal so übel. Lohn.
Naja, Troy, verreck. Hier, friss den Orangensaft. Ja, ich brauche garantiert nicht den Lautsprecher. Was brauche ich dafür? Vielleicht doch den Lautsprecher? Nee, das Power-Megafon und eine Batterie brauche ich dafür. Das ist so eine Weiterentwicklung. Aber ich kann mir jetzt mal den Blanka-Mist bauen. Haha. Da habe ich viel, viel mehr Bock drauf. Tosender Donner. Bidum. Perfekt. Können wir wieder schocken wie Blanka. So, dann heben wir das Ding auf. Oh mein Gott, sind die dumm? Müssen die da raufkloppen? Furchtbar. Weg mit dir. So, ich denke, ja, wir biegen hier ab und fahren dann geradeaus auf die Bahn. Ja, Scheiße, in der sicheren Zone, das ist schön für ihn. Ich kann mit den KI-Helden da nichts anfangen. Alles Helden, aber... Ne? Den ist irgendwie nicht so. Ne, ich kann das nur dann hier beiseite schieben. Hier! Ich habe jetzt Bingo gelesen. Big D. Hey, kann ich helfen? Scheiße, ich weiß nicht. Was hast du, was ich brauche? Ich weiß ein bisschen was über Motoren. Den Schrotthaufen kriegst du nicht flott, auch wenn du ein Voodoo-Mechaniker wärst. Außerdem habe ich einen Ruf zu verlieren. Besorg mir einen Wagen, und zwar eine schicke, aufgemotzte Kiste. Wenn du Big D nach Hause bringst, gibt er dir was. Wenn ich Big D nach Hause bringe. Ein Kombi-Fahrzeug. Das heißt, ich muss irgendein Fahrzeug kombinieren und es dann Big D bringen. Steht hier zufällig irgendwas rum? Das wäre ehrlich gesagt zu geil. Aber nö. Abschau muss aufgeräumt werden. Geht nicht anders. Zu machen. Hier ist erstmal nichts. Da müssen wir erstmal zum Turm gucken, was wir so finden und kehren dann zu dem Typen zurück. Das Einzige, was wir gerade machen können. Da müssen wir mal halt zusehen. Pock, 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 pock. Hier ist so ein scheiß Lautsprecher. Den vernichten wir mal. Versuchen wir es mit Feuer. Donner. Nee, ich muss dagegen ballern. Doch, weg von mir. So geil, setz dich da hin. Oh ja. Nein. Wo ist die Platte? Ich bin weg. Ich habe nichts zum Schießen. Kann ich eigentlich auch vom Motorrad fliegen? Das muss ich mal testen. Hör mal irgendwo vor. Ich wette, man kann fliegen. Ja, ich guck mal kurz, wie ich fahren muss. Geradeaus komme ich ja natürlich nicht. Viel abbiegen angesagt. Und dann müssen wir ganz da hoch, leider. So, irgendwo gegen Donner, das machen wir doch mal. Oh, nö, da passiert gar nichts. Ah. So. Fuck. Ich muss schon wieder komplett außen rumfahren. Oh Gott, ey, Sträflinge. Die Sträflingszombies. Hey, da ist doch noch so ein Plan. Gehen wir mal Lucky Lucky machen. Ah ja, jetzt kloppen sie wieder auf mein Motorrad rum, die Schweine. Geh weg. Ja, ich stand doch hier schon mal vor verschlossener Tür, so ein... Fuck.